Okay. Dann gucken wir nochmal rein. Eine Nachricht. Papierfetzen. Ist das der? Wurde die Zivilisation versagt, schaut euch die Natur an. Die Felsen und Bäume, der Himmel und die Erde haben eine größere Macht als der Mensch. Du steckst 394 Gold ein. Seltsamer Fels, seltsamer Baum, 743 Gold. Und schon mögen alle unsere Helden die Natur wesentlich lieber. okay. Sehr komische Ecke. Hier vielleicht noch was? Nein. Oh, Druidinnen. Weg. 1380 Gold. Also ist ja nichts, was wir wirklich Goldprobleme zur Zeit hätten. Aber trotzdem ganz nett. Der Fels bewegt sich, als du ihn berührst. Mhm. Nope. Aber bisher immer nur so ein, zwei von denen. Das ist sehr gut machbar. Nichts, nichts. Baum schüttelt sich. Was? Ah, da. Seltsamer Baum mit 5000 Gold. Das ist ein sehr schicker Dungeon soweit. Was werden wir? So, so, so. Hier ist nichts. Gold. Mehr Gold. Und wieder ein Raum. 1, 2, 3, 4 Räume in einer Reihe. Keine Auswahlmöglichkeiten. Überall liegt Gold rum. Ah, Elementare. Gucken wir mal, wie stark die sind im Nahkampf. Relativ. Ist machbar, ist machbar. Blümchen? Nein. Baum schüttelt sich. Blumen haben nichts. Ah, okay. Jetzt wird's makaber. Lauter Skelette in den Wurzeln. Jo. Wassermonster. Okay, dann mach doch mal verbrennen. Nee, noch besser Entfernung. Oh, trifft alle ganz gut. So, du schießt, du hast das ewige Problem, dass du keinen ordentlichen Zauber hast. Du machst keinen Schaden bei denen. Weg mit dir. Wassergeist. Oh, hält's auch nicht viel aus. Das ist schon okay. Das heißt, Talana macht die ganze Arbeit, der Rest guckt zu. Also nichts wirklich Ungewöhnliches. So, nur noch du da hinten. Dein Kumpel, komm her. Weg, weg. Und das war's. Ja, wir sind vielleicht doch ein wenig zu stark für die Ecke hier. Aber trotzdem, es gibt ein bisschen Gold, es gibt bestimmt ein bisschen Erfahrungspunkte und wir haben eine Aufgabe für... Au! Eine Aufgabe für hier. Was war das denn jetzt? Verflucht. Dann entfluche dich bitte. Gleich geschafft, sehr gut. Also, Blümchen anfassen, komische Steinmonolithen nicht anfassen. Mehr davon. Vielleicht sollten wir erstmal den Altar reinigen und danach die Dinge alle anfassen. Oh, nein, ich wollte die. Ich wollte doch eigentlich nur die gute Dame da unten antatschen. Du, Fluch entfernen, auf sie. Weg, weg. Weg. Ist nichts. Baum ist nichts. Tür geht nicht auf. Du? Nein. Dann müssen wir jetzt doch einen von denen anfassen. Na gut. Das ist aber auch gemein, dass sie einen zuerst konditionieren, nicht die Dinge anzufassen und dann genau das gebraucht wird, um weiterzukommen.
So, kleiner Busch? Nein. Komischer verdorrter Baum? Nein. Aber wieder richtig. Was mit anderen? Der Monolith fühlt sich seltsam an. Okay. Irgendwo ist wieder was aufgegangen. Wir haben ganz viele Gegner. Also Inferno und wir probieren gleich nochmal Prismenfeuer. Also du V. Du Implosionier. Du Prismenfeuer. Trifft irgendwie nur die Druiden dahinter. Das ist komisch. Inferno. Ersten kippen gleich um. Dunten, wenn du schon nicht wirklich Schaden machen kannst, dann heil bitte. Und zwar mach geteiltes Leben, damit sie schnell hochkommt. Au, 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 ja. John, kippt endlich um. Okay, Gerogan braucht definitiv noch Heilung. Kraftheilung. Einer weg. Zwei weg. Ja, wir haben sie jetzt zu weit zurückgetrieben. Also die beiden hier. Ich glaube, die erwischen wir nicht mehr. Oh, oh. Was war denn das? Das war nicht gut. So, ganz viele Druiden. Kurzer taktischer Rückzug. Oh, Tür ist zu. Du brauchst erstmal deine Rüstung repariert. Mhm. Ist okay, ist okay, ist okay. Wie viele Lebenspunkte hast du? Minus 34. Ja. Nee. Das kriegen wir so schnell nicht hin. Okay. Ausfall. Komm schon. Oh, 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 oh. Nee, so wird das nichts. Du. Nicht genug Zauberpunkte. Du. Misch ganz schnell einen Zaubertrank. Komm. Weg mit dir. Du. Stadtportal Silberkopf. Yikes. Okay. Geschlossen. Ich wollte nicht zum Rathaus. Ich wollte eigentlich zum Tempel. Wo ist hier der Tempel? Da. Können wir behilflich sein? So, ist hier zwar ein bisschen teurer, aber das passt schon. Wir haben es ja. Möge das Glück mit dir sein. Dann fliegen wir gleich zurück und hoffen, dass wir da wieder reinkommen. Weil der Weg ist ja hinter uns zugegangen. Aber ich denke mal, das passt schon. Also nicht wieder zu den komischen zwei anderen Dungeons fliegen. Wir müssen weiter südlich. Ha, was bist denn du für ein Haus? Oh, hallo. Schön, dass du ein Quartiermeister. Nee, danke. Da sind ganz viele tote Gargoyles. Klick, 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 klick. Rein. Nochmal. Was denn hier? Ah, hier wäre eine Abkürzung, wenn wir den Raum da eben geschafft hätten. Und du kannst gleich nochmal Eile zaubern, weil die ist vorhin abhanden gegangen. Ah, soweit ist noch alles offen. Das einzige Problem wird echt die Tür sein, die hinter uns zugegangen ist. Eventuell hätten wir da einen Sprungpunkt setzen müssen und dann rausspringen, wieder zurückspringen und so, aber wir hatten halt nicht mehr genug Zauberpunkte. Hätte ich früher dran denken müssen. Und hier rum, darum, darum. Da sind die roten Punkte. Das heißt, jetzt müsste gleich vor uns die Tür sein, die zu ist. Die da. Ah, geh wieder auf, sehr gut. Du, Eile. Und einfach reinlaufen und töten. Na komm. Ja, gut. Die drei Damen hätten wir vielleicht auch noch so geschafft, aber sicher ist sicher. Also erstmal unser Auftrag. Wir sollen das Ding hier
reinigen. Kleriker und Druiden bekommen permanent plus 5 Charisma und noch irgendwas. Das Becken schimmert. Hexerring ist okay. Oh, was ist das schickes Zeug? Reaktion plus 23. Ja, das müssen wir uns gleich mal genauer angucken. Kälteresistenz plus 17. Das kann verzaubert werden. Das kommt verkauft. Das auch. Das auch. Noch mehr drin? Nein. Aber erstmal die Schuhe. Ja, du hast plus 8 Schuhe. Das sind plus 12 Schuhe mit plus 23 Reaktionen. Doch ein Ticken besser. Das kann verzaubert werden. Das kommt weg. Das kommt weg. Billige Armbrust kommt weggeschmissen. Brief von Cedric Druthers. Setzt eure dunkle Verzauberung des Monolithen fort. Wenn wir den Monolithen völlig verderben können, werden wir Lorettas Druiden so stark schwächen, dass wir die Oberhand haben. Diese Aufgabe ist wichtig für unsere weiteren Pläne. Ihr dürft nicht versagen. Spitzt euch. Elite Hellebarde. Plus 10. 3d6 plus 10. Warte mal. Plus 10, 3d6 plus 10. Das wäre mehr Schaden, aber weniger Angriff. Aber es ist eine Hellebarde. Zählt das als Speer? Müsste eigentlich, ne? Es gibt keinen Hellebarden-Skill. Na gut, was haben wir hier noch? Die komischen Moos-Monolithen machen nix. Bäumchen machen nix. Armbrust des Emu-Mist. Ja, aus. Okay. Hier müsste dann die Abkürzung sein, die wir eben gesehen haben. Genau, die bis zum Eingang führt. Wo mussten wir die Aufgabe überhaupt abbringen? Schände, also reinige den Altar im Monolithen westlich von Silver Cove und kehre zurück zu Eleanor Wenderbild in Silver Cove. Das heißt, wir werden uns gleich mal umgucken müssen. Blümchen. Und da wir die 10 Meter nicht laufen wollen, springen wir einfach so nach Silver Cove. Also, wo könnte sie gewesen sein? Hallo, wie geht's? Nicht Gerogon begrüßen lassen, bitte. Schön, dass du da bist. Rechtsanwalt. Wie geht's? Wie geht's? Eleanor Wanderbild, das ging ja schnell. So, Suchauftrag. 3000 Gold. Danke für deine Hilfe. Bitte erlaubt mir, dich für deine Aufwendung zu entschädigen. Wir können endlich wieder ruhig schlafen, seit Cedric und seine abtrünnigen Druiden diesen heiligen Ort nicht mehr besudeln. Sehr schön. Das war ein ziemlich schnell erledigter Auftrag. Was haben wir noch? Berge das juwelenbesetzte Eiersburg Kriegsbeier. Nee, das dauert noch. Finde eine Heilung für Slicker Silvertang. Das ist momentan unsere Hauptaufgabe. Suche und zerstöre das Buch der Litsche. Das war die Geschichte mit den fliegenden Augen, die ja doch ziemlich krass war. Stelle die Statue in Sweetwater, Kriegsbeier, Drachensand und Sumpf der Verdammten und in Schmugglerbucht auf. Und kehre zu Twillen in Blackshire zurück. Da hat uns vorher drum gedrückt gehabt. Das könnten wir jetzt allerdings machen, weil wir waren auch schon in Drachensand. Das heißt, wir springen jetzt nach Freehaven. Weil ich hier am liebsten trainiere. Da. Dann gehen wir nach Blackshire, holen die Statuen und dann bringen wir die Statuen dahin, wo sie hingehören. Wow, 3 Stufenaufstiege. Okay. Was haben wir da? 28 Punkte. Ja, Axtmeister, nee. Reparieren 10. Du, ja genau, du brauchst ganz viele Punkte. Du wolltest Speer auf Meister bringen. Diese Fähigkeit wird zum Angriffsschaden addiert, ja. Das wäre wirklich schick. Und Kettenmeister wollten wir nicht auch haben. Und reparieren und allen möglichen anderen Zeug auch noch. Du hast 42 Punkte. Schatten und Feuer könnte man steigern, aber das braucht so viele Punkte. Da gehe ich, glaube ich, lieber auf die Meditation. Mal gucken, wie viel das gebracht hat. Das sind fast 10% mehr Mana. Erkennen passt soweit. Dolch können wir mal auf Expertenrang bringen.
erlaubt einen Dolch in der linken Hand zu führen, zum Beispiel. Weil wir haben ja doch öfter Situationen, wo wir auf Gegner treffen, wo wir keine Zauberpunkte verbraten wollen. Und im Nahkampf ein bisschen mehr Schaden machen kann ich Schaden. So, du musst deine Rüstung schon wieder reparieren lassen. Repariert.